Ja, ich darf euch auch ganz herzlich grüßen, auch von hier aus nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Gottes Segen dir, erlaube ich mir jetzt dir zu sagen von hier, ja. Schöne Grüße auch von meiner Frau. Ja, wir haben ja seltsame Zeiten, oder? So seltsame Zeiten wie heute haben wir aber selten gehabt, ja. Und manchmal denkt man wirklich, das ist schon ein bisschen beängstigend auch, wenn man sieht, dass die ganze Welt so da, egal wo man den Fernseher anguckt, egal wo die Kameras stehen, alle haben Masken auf, ja. Ja, weil wir so erstaunliche Zeiten haben und weil das vielleicht auch gut ist, da Gottes Wort auch immer wieder mal drauf zu untersuchen, habe ich gedacht, wir machen einen prophetischen Text heute. Ihr wisst, das ist sowieso ein bisschen mein Steckenpferd. Ich weiß auch, dass in so Sachen immer sehr viele Meinungen unterwegs sind, ja, und viel auch spekuliert wird. Und trotzdem glaube ich, dass Gott da Verheißung drauf gelegt hat. Und wenn man sich im Rahmen der Schrift da bewegt und eine gewisse Vorsicht walten lässt, glaube ich, dass man das immer wieder auch mal tun darf. Und deswegen lese ich euch zum Eingang ein paar Verse aus Matthäus 24, aus den Endzeitreden Jesu. Ja? Matthäus 24, Vers 32. Da steht, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dieses alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater. Und dann weiter in Vers 13, Kapitel 25. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird. Also sagt Jesus deutlich, dass er wiederkommt. Auch in den Endzeitreden ist eigentlich vorausgesetzt, dass für die Dinge, die er für die Endzeit ankündigt, ein Staat Israel wieder da sein muss und auch eine Stadt Jerusalem. Sonst könnten die Sachen, die Jesus da vorhersagt, ja nicht in Erfüllung gehen. Und wir sind eigentlich die Generation mit unseren Voreltern, ja, die sehen, dass dieser Staat Israel wieder existiert und die Stadt Jerusalem da ist. Dass der Trump die jetzt zur Hauptstadt gemacht hat, empfinde ich persönlich als nicht so sehr heilsgeschichtlich wichtig und von Bedeutung. Putin hat es ein halbes Jahr vorher gemacht, hat nur niemand gemeldet. Aber der Staat Israel ist da. Und ich habe ein paar Freunde, die sagen zu mir, ja, der Staat Israel ist da, aber den haben ja Menschen gemacht. Ja, das haben ja bestimmte Kreise, haben da so lange dran gearbeitet, bis sie den irgendwann gründen konnten. Und sage ich, ja gut, das mag natürlich auch sein. Ja, da gab es ja auch die Balfour-Erklärung und die Rothschilds, die waren ja da sehr, sehr engagiert bei. Aber Gott lenkt den Königen die Herzen wie Wasserbäche, sagt die Bibel. Ja, und den Kyrus hat er ja damals auch verwendet und benutzt, damit Israel wieder ins Land kommt. Ja, das waren ja auch ein Edikt vom Kyrus, eine Entscheidung von dem König. Und es mag sein, dass es heute wieder so ist. Ja, zumindest ist der Staat da. Meine Frau sagt aber, und die ist manchmal klug in den Dingen, die sagt, Israel ist wieder im Land, aber Israel hat keine Umkehr vollzogen zu seinem Gott. Sie sind nicht umgekehrt zu Jesus Christus. Sie glauben immer noch nicht, dass ihr Messias schon gekommen ist. Ja? Als sie aus der babylonischen Gefangenschaft gekommen sind, da sind sie umgekehrt, haben sie Buße getan, sind ins Land gekommen. Jetzt ist Israel im Land, aber das Land ist immer noch in der überwiegenden Mehrzahl nicht gläubig an Jesus Christus als den Messias. Deswegen warten die Juden auch immer noch auf zwei Messiasse. Das klingt erstmal ganz seltsam, ja? Wieso warten die auf zwei Messiasse? Naja, die warten auf einen Messias Ben Josef und einen Messias Ben David. Also einen Messias, der Sohn des Josef, und einen Messias, der Sohn Davids. Und der Ben Josef, der soll einer sein, der in der Endzeit kommt und dann umgebracht wird, stirbt, und dann kommt der Ben David und der kämpft Israel frei und richtet diesen Staat dann auf. Und dann kommt die zukünftige Welt, the world to come, in der dann nur Juden und Noachiden, ihr seid alles Noachiden, ja, ihr stammt von Noah ab, ja, ihr müsst auch noachidische Gesetze halten, haben wir jetzt keine Zeit für, nach Vorstellung der Juden, gibt 7 noachidische Gesetze, wissen wir aber nichts von, weil es steht nicht in der Bibel, steht im Talmud,
sagen wir, Vorstellungen, die die Juden haben von uns, dass wir diese 7 noachidischen Gesetze halten müssten. Wenn ihr mal Interesse habt daran, googelt mal noachidische Gesetze. Deutsche evangelikale Christen wissen überhaupt nichts davon. Wusste ich auch nicht von, bis vor vielleicht einem Jahr. Amerikanische evangelikale Christen wissen da sehr, sehr viel drüber, weil die viel mehr Kontakt zum Judentum haben in Amerika, weil die viel mehr mit den Evangelikalen im Austausch sind als wir in Deutschland. Aber googelt das mal, ist hochinteressant. Also die warten auf 2 Messiasse und einer dieser Messiasse, der war, naja, wir wissen, dass beide Messiasse der gleiche ist, nämlich Jesus Christus, der aber zweimal kommt. Einmal damals, um zu sterben und einmal, um sein Reich aufzurichten. Ja? Und die Juden zitieren eine Stelle aus Sacharja: Sie werden den sehen, in den sie gestochen haben und werden weinen um ihn, wie man weint um einen erstgeborenen Sohn. Ja? Und das ganze Land weint und trägt Trauer um diesen Ben Josef, wie sie sagen, der noch käme. Der wird dann aber erstochen, der wird sterben und dann kommt der Ben David. So denken die Juden. Wir sagen, nein, in diesem Messias Jesus wurde schon gestochen auf Golgatha. Ja? Und eines Tages wird auch Israel den erkennen. So ist eigentlich die Auslegung. Aber weil es im Alten Testament 2 Ankünfte Jesu Christi gibt, die beschrieben werden, einmal der leidende Messias und einmal der herrschende Messias, und die Juden nicht glauben, dass der Messias schon da war in Jesus Christus, müssen sie halt noch 2 Messias erwarten. Das ist eigentlich ganz logisch, ja? Wo ich heute gerne mit euch sprechen möchte drüber ist, der Hermann hat schon kurz gesagt, über diesen dritten Tempel. Wir haben ja immer wieder mal auch davon gesprochen. Und wenn Jesus sagt, wachet, dann sage ich, ja, Herr Jesus, ich möchte gern wachen, aber worauf soll ich denn achten? Was ist das denn, worauf ich achten soll? Was kommt denn? Und was ist das, wo Tag und Stunde niemand weiß und die Generation, die das sehen wird, wird nicht vergehen? Was ist das, wovon du da redest und worauf sollen wir achten? Dieses Thema dritter Tempel ist bei den Evangelikalen immer wieder mal bewegt. Heute in den Gemeinden weniger, aber wenn ihr mal so ein bisschen googelt, Lothar Gassmann, Roger Libby, die sind eigentlich so in den Themen recht gut bewandert auch. Und sprechen halt von dem dritten Tempel und die Juden wollen den Tempel bauen in Jerusalem. Warum denn dritter Tempel? Naja, der erste war vom Salomo. Ja, der ist zerstört worden in der babylonischen Gefangenschaft. Dann waren die Juden 70 Jahre in Babylon, sind sie wieder nach Hause gekommen und haben sie einen Tempel gebaut unter Zerubabel. Ja, den Zerubabel-Tempel, das war ein relativ bescheidener Tempel, den hat der Herodes dann ausgebaut. Und das war der zweite Tempel. Ja? Und jetzt wollen die Juden einen dritten Tempel bauen. Und der dritte Tempel, in jüdischer Vorstellung, der wird so aussehen wie der Herodes-Tempel. Die bauen einen Herodes-Tempel. Und alle, die ich kenne und sich damit beschäftigen mit dem Thema, die sagen, ja, dieser Tempel muss gebaut werden, weil das steht ja in der Bibel und alle Materialien sind soweit schon fertig. Leuchter, Schaubrottisch, Gewänder für die Priester, die Steine sollen schon geschnitten sein, der dritte Tempel muss gebaut werden. Das sind die beiden Argumente, die man hat. Und dann frage ich immer, ja, wo steht denn in der Bibel, dass dieser dritte Tempel gebaut wird? Ja, sagen die, der Antichrist kommt und setzt sich in den Tempel und lässt sich dort anbeten. Dann sage ich, das steht nicht in der Bibel. Dann sagen die, doch, das steht in der Bibel. Dann sage ich, nee, da steht, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes und lässt sich anbeten. Das steht in der Bibel. Und es gibt im Neuen Testament eigentlich nur 3 Stellen, die wichtig sind für dieses Thema Tempel Gottes. Einmal spricht Jesus davon, die schauen wir uns gleich an, in Johannes 2. Einmal spricht Paulus vom Antichrist, der sich in den Tempel Gottes setzt. Und einmal steht davon in Offenbarung 11, dass Johannes messen soll den Tempel Gottes. Und es gibt Stellen von Paulus, die kennt ihr auch alle, wo Paulus sagt, ihr seid ein Tempel Gottes. Ja? Das sind so die Stellen im Neuen Testament, die man hat. Stellt euch vor, angenommen, also ich muss sagen, von meiner Seite aus, ich weiß nicht, ob die Juden einen Tempel bauen. Es kann sein, sie bauen einen, es kann sein, sie bauen keinen. Ich weiß es nicht. Eins weiß ich, in der Bibel steht vom dritten Tempel der Juden nichts. Aber es steht von dem Tempel Gottes. Davon steht in der Bibel. Jetzt schauen wir uns mal erst an, was Jesus sagt. Ja, wenn ihr aufschlagen wollt, Johannes 2, da hat Jesus den Tempel gereinigt. Also auch
Jesus ist schon ein Mann, ja? Also die ganzen Händler aus dem Tempel rauszutreiben, macht eine Geißel mit Stricken und treibt die ganzen Händler aus dem Tempel. Die haben ja über hunderte von Kilometern haben die ihre Waren verteidigt gegen Räuberbanden. Es waren ja keine Schwächlinge, die dort im Tempel ihre Ware angeboten haben. Ja? Die kamen von Babylon und von Ägypten und sind durch die Wüste durch und haben ja immer damit rechnen müssen, dass sie überfallen werden. Und die verkaufen dort ihre Waren und Jesus allein treibt die alle aus dem Tempel raus. Sodass die Priester sagen, aus welcher Kraft tust du das? Das geht man mal nicht. Ja, dass einer denen die Tische umwirft, das gäbe ja eine Schlägerei. Und Jesus hat den ganzen Tempel leer geräumt. Dass die Juden sagen, aus welcher Kraft tust du das? Ja? Und dann fragen sie ihn, Vers 18, da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du solches tun mögest? Jesus antwortet und sprach zu ihnen, brechet diesen Tempel und am dritten Tage will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er redete aber von dem Tempel seines Leibes. Das ist eine wichtige Bibelstelle. Und Johannes erklärt uns das auch extra nochmal, dass er sagt, er redete von dem Tempel seines Leibes. Aber warum war denn der Leib Jesu ein Tempel? Naja, weil Gott in ihm wohnte. Und zwar in Fülle. Da, wo Gott wohnt, ist ein Haus. Da, wo ich wohne, ist mein Haus. Wo ihr wohnt, ist euer Haus. Ja? Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Wenn Gott in Christus war, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Wenn Gott in Christus war in Fülle, ja, dann war sein Leib ein Tempel im Heiligen Geist. Aber ganz bestimmt. Mehr noch als der herodianische Tempel, oder? Aber ganz bestimmt. Ja, dann war ja Jesus der dritte Tempel. Aber der erste Tempel war vom Salomo, der war aus Stein und Holz. Der zweite Tempel war vom Zerubabel, der war auch aus Stein und Holz. Und dann kommt Jesus und sagt, brecht diesen Tempel ab. Hat Jesus recht oder nicht? Nehmen wir die Worte Jesu ernst oder nicht? Natürlich nehmen wir die ernst. Ja, aber dann wären die Juden ja mit ihrem dritten Tempel zu spät. Ja. Entschuldigung, die Juden haben kein Licht. Die warten ja auch immer noch auf 2 Messiasse. Die sind zu spät. Der dritte Tempel, nach diesen Worten, ist Jesus Christus selber. Das ist ein lebendiger Tempel. Im Geist und in Wahrheit. Ja? Die Juden damals haben die Worte Jesu nicht verstanden. Was machen die denn? Als Jesus sagt, brech diesen Tempel ab, und da zeigt er auf sich, und ich will ihn am dritten Tag aufrichten, da meint er ja Golgatha. Der Herr redet prophetisch, man muss genau zuhören, wenn Jesus spricht. Ja? Aber die haben oberflächlich zugehört und haben gesagt, ja, dieser Tempel hier, der ist in 46 Jahren erbaut und du willst den abbrechen und in 3 Tagen aufrichten? Das heißt, die haben das rein baukonstruktiv verstanden. Irdisch, menschlich, das, was vor Augen war. Die haben den geistlichen Sinn nicht verstanden. Und weil wir Christen auch oft so sind, hat Johannes extra dazu geschrieben, dass er vom Tempel seines Leibes redete, damit wir es auch verstehen. Paulus schreibt zu den Korinthern, ihr seid ein Tempel Gottes. Und zwar ein Tempel im Heiligen Geist. Ja? Wann schreibt Paulus das? 1. Korintherbrief, 50 nach Christus. 50, 55 nach Christus. Er schreibt, ihr seid ein Tempel Gottes. Wem schreibt er das? Den Korinthern. Stand da der zweite Tempel noch? Stand der herodianische Tempel da noch in Jerusalem? Ja, ne? Wann wurde der denn zerstört? 70 nach Christus. Jetzt versetzt euch in die Situation. Der Tempel in Jerusalem ist in vollem Gang. 55 nach Christus, wird er 15 Jahre später erst durch die Römer zerstört. Der Tempel ist in vollem Gang. Jetzt schreibt der Paulus im Jahr 55 nach Christus den Korinthern, den Unbeschnittenen, den Goyim, dass sie ein Tempel im Heiligen Geist wären, ein Tempel Gottes. Da haben die Juden gesagt, merkt ihr, dass der Paulus ein totaler Wirrkopf ist? Hier ist der Tempel. Hier sind die Opfer, hier ist der hohe Priester. Ihr könnt kommen, euch den Tempel anschauen, hier, da steht er. Und dieser Paulus, dieser Wirrkopf, erzählt von einem unsichtbaren Tempel Gottes bei den unbeschnittenen Griechen. In Korinth, müssen wir überlegen, was Korinth hieß damals. Es war wie Babel. Merkt ihr, dass der Paulus, das ist ein Irrlehrer.
der spricht wieder den Tempel, der spricht wieder diese Städte und wieder das Gesetz, haben sie in der Apostelgeschichte immer vorgeworfen. Versteht ihr, was da passiert? Hat Paulus recht gehabt? Ja, natürlich. Paulus hat von einer Wahrheit gesprochen, die 2000 Jahre lang galt. Aber nur 15 Jahre später war dieser Tempel vollkommen zerstört. Der Tempel und der Tempelberg, Tabula rasa, weg. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben, wie Jesus gesagt hat. Da haben die Juden dann auch etwas mehr gewusst. Wir heute, wir Christen, ihr, ich, wir sollen nicht denselben Fehler machen wie die Juden damals und in Stein und Holz denken, sondern wir sollen geistlich verstehen, wenn Gott von einem Tempel Gottes spricht für die Endzeit, dann ist das nicht der jüdische Tempel. Das ist jetzt eine steile These, die ich sage. Ja? Wir machen ein Gedankenexperiment. Stellt euch vor, die Juden würden den bauen. Ich weiß nicht, ob sie ihn bauen. Vielleicht bauen sie ihn. Vielleicht bauen sie ihn nicht. Manche sagen, dass so viel Geld in Israel ist für den Tempel, dass die 7 Tempel bauen könnten. Weil seit einem halben Jahrhundert aus der ganzen Welt Geld gespendet wird für diesen Tempel. Es rechnet das mal zusammen, wie viel Geld da zusammenkommt. Es sind keine Millionen mehr. Vielleicht bauen sie ihn. Wenn die diesen Tempel dort bauen und dort opfern und bringen dort ein Passahlamm, gefällt das Gott? Nein. Warum? Weil Jesus Christus das Opfer ist. Die Juden sollen keinen Tempel bauen, die sollen an Jesus glauben, oder? Ja, natürlich. Die sollen keinen Tempel bauen, die sollen an Jesus glauben. Wenn ein Jude aber an Jesus glaubt, will der dann noch einen Tempel bauen? Nee. Warum denn? Ha, weil er weiß, er braucht keinen Tempel mehr. Wieso denn? Na, weil er selber ein Tempel im Heiligen Geist ist. Er braucht auch kein Opfer mehr. Warum? Weil das Opfer auf Golgatha schon gebracht wurde. Würde der noch einen Tempel bauen? Nein, würde er nicht. Wenn in diesem Tempel, angenommen die Juden bauen einen Tempel, angenommen die setzen da einen hohen Priester ein, nur mal angenommen, ja, kann ja sein, die setzen einen hohen Priester ein, gefällt das Jesus, dass da ein hoher Priester eingesetzt worden ist? Würdet ihr den anerkennen als hohen Priester? Nein. Warum denn nicht? Weil Jesus unser hoher Priester ist. Und weil ihr selber Priester seid. Versteht ihr? Wenn die Juden einen Tempel bauen und den nach alttestamentlichem Ritus betreiben, dann sind die zu spät. Warum? Weil es ein neues Testament gibt. Der Bund mit Gott ist nicht mehr in dem Blut der Stiere und Böcke, sondern der Bund Gottes ist in dem Blut Jesu. Für alle Welt, auch für die Juden. Wenn die Juden einen dritten Tempel heute planen, und das tun sie ja, dann sind sie zu spät. Denn der wirkliche dritte Tempel ist die Gemeinde Jesu. Warum? Paulus schreibt es. Warum ist denn die Gemeinde Jesu ein Tempel, Tempel Gottes? Naja, weil Gottes Geist in den Christen wohnt. Dadurch können sie Gottes Wort verstehen. Da, wo Gott wohnt, ist ein Haus. Also ist jeder einzelne Christ ein Tempel Gottes im Heiligen Geist. Und alle Christen zusammen sind auch Tempel. Dritter Tempel. Der erste von Salomo, der zweite von Zerubabel, der dritte im Geist. Der vierte kommt in Hesekiel. Aber da reden wir heute jetzt nicht so viel von. Ja? Jetzt habe ich aber doch eben gesagt, Jesus ist der dritte Tempel. Ja. Ja, aber die Gemeinde soll auch dritter Tempel sein? Ja. Warum denn? Weil Jesus und die Gemeinde eins sind. Haupt und Glieder. Ein Leib, Christus. Er das Haupt, wir die Glieder. In ihm wohnte Gottes Geist, er war ein Tempel Gottes. In uns wohnt aus Gottes Gnade Gottes Geist, wir sind ein Tempel Gottes. Wir sind der dritte Tempel. Ist das so? Das ist so. Warum predigen die Verkündiger das nicht? Weil die so denken wie die Juden damals. Die denken in Stein und in Holz. Die glauben, wenn die Juden sagen, wir bauen einen dritten Tempel in Jerusalem, dann glauben die ja, die müssen den bauen. Warum? Da steht ja in der Bibel. Da steht ja, der Antichrist setzt sich in den Tempel. Nein, das steht da nicht. Da steht, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Und jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig. Ja? Wieso ist denn das schwierig? Wenn die Gemeinde der Tempel Gottes ist oder jeder Einzelne von euch ein Tempel Gottes ist, ja, setzt sich dann der Antichrist in jeden Einzelnen von euch rein? Das geht doch nicht. Warum? Weil der Antichrist ist ein Mensch, ein okkulter Mensch, aber ein Mensch.
Der kann sich so nicht in jeden einzelnen Christen reinsetzen. Jetzt sind die Fragezeichen groß in der evangelikalen Welt, in der christlichen Welt überhaupt. Ja gut, sagt man, vielleicht ist es so, der Antichrist setzt sich mit antibiblischer, antichristlicher Lehre in die Kirchen und Gemeinden fest. Ja, sage ich, okay, einverstanden, so könnte man es sagen. Schreibt Paulus aber nicht. Er schreibt, das Kind des Bösen, der Mensch der Sünde, setzt sich in den Tempel Gottes und lässt sich dort anbeten als ein Gott. Als sei er Gott. Das schreibt Paulus. Und jetzt haben wir ein Problem. Denn wir wissen nichts von einem Tempel Gottes, der in der Endzeit kommen sollte. Da wissen wir nichts von. Und das Rätselraten ist groß. Und vielleicht waren, manche von euch waren ja mit in der Slowakei in Jelka, ja, wo wir uns ein bisschen auch über die Bibelthemen unterhalten haben. Bei denen klingelt vielleicht schon ein bisschen was im Hinterkopf. Denn ich glaube, dass man aus der Bibel sehen kann, dass die Stadt Jerusalem am Ende der Gemeindezeit zum Glauben an Jesus Christus kommt. Da habe ich aber auch noch nie groß was von gelesen drüber in der Literatur. Und ich mache nur einen ganz kurzen Bogen, damit ich so alle halbwegs gedanklich mitnehme. Ja? Nikodemus kommt zu Jesus und redet mit Jesus. Nikodemus beginnt das Gespräch und sagt, wir wissen, du bist. Und Jesus sagt, du weißt nichts, setz dich hin. Wie soll ich dir das erklären? Du bist ein Theologe. Das ist schwierig, mit Theologen über biblische Dinge zu sprechen. Das ist wie der Wind. Ja? Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der von Neuem geboren ist. Und du, Nikodemus, musst von Neuem geboren werden. Und was macht Nikodemus? Der versteht es so, wie die Pharisäer damals auch. Biologisch. Ja, soll ich wieder in den Leib meiner Mutter gehen, von Neuem geboren werden? Wie kann jemand von Neuem geboren werden, wenn er erwachsen ist? Wie soll das gehen? Das war nicht verständlich für ihn. Warum? Weil er irdisch gedacht hat. Nicht geistlich. Er war ja noch nicht wiedergeboren, er hatte Gottes Geist noch nicht. Den hat er später zu Pfingsten bekommen und da hat er alles verstanden. Aber damals sagt er, wie soll das gehen? Soll ich wieder in den Bauch meiner Mutter gehen, von Neuem geboren werden? Ja? Und Jesus sagt zu Nikodemus, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Was macht denn Jesus da? Der fordert den Nikodemus. Der sagt, Nikodemus, wenn du kommst und sagst, wir wissen, du bist, dann sage ich dir, du hast nichts verstanden. Ich bin nämlich kein Lehrer von Gott gekommen. Ich bin Gott im Fleisch geoffenbart. Und dann fordert er ihn mit seinem Bibelwissen. Und er überfordert Nikodemus absichtlich. Absichtlich. Das macht Jesus absichtlich. In meinem Glaubensleben habe ich oft gefragt, wo ist denn die Wiedergeburt im Alten Testament? Also jeden, den ich getroffen habe, vielleicht kannst du mir sagen, wo die Wiedergeburt im Alten Testament steht. Warum? Naja, weil Jesus zu Nikodemus sagt, du bist der Lehrer Israels und weißt nichts von der Wiedergeburt. Das heißt ja, dass die Wiedergeburt im Alten Testament sein muss. Denn woher sonst hätte er es denn wissen sollen als Lehrer Israel, wenn nicht aus dem Alten Testament? Also muss im Alten Testament die Wiedergeburt ja stehen. Okay, also frage ich überall, wo steht die Wiedergeburt im Alten Testament? Und alle, die ich gefragt habe, alle, bis auf eine Ausnahme, erzähle ich vielleicht kurz noch, sagen mir in Hesekiel. Warum? Weil Gott in Hesekiel sagt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Ja? Gut, sagen wir, wer ein neues Herz hat im neutestamentlichen Sinn, der ist gläubig, der ist Christ, der ist auch wiedergeboren. Ja? Wer Gottes Geist bekommen hat im neutestamentlichen Sinn, der ist wiedergeboren, der ist Christ, das ist eine Stelle für die Wiedergeburt. Gibt es zweimal in Hesekiel. Dann sage ich, da steht aber gar nichts von Wiedergeburt. Nur mittelbar. Da steht von Herztransplantation und von Geistesgabe. Aber da steht nichts von Geburt. Ja? Jesus sagt zu Nikodemus nicht, Nikodemus, du brauchst ein neues Herz und du brauchst Gottes Geist. Sagt Jesus nicht. Hätte Jesus das gesagt, wäre Nikodemus sofort Hesekiel eingefallen. Warum? Weil der seit seinem 12. Lebensjahr die Tora auswendig kennt. Jesus macht das aber nicht. Was macht Jesus denn? Der macht was ganz Neues. Der sagt, Nikodemus, es genügt nicht, dass du nur ein neues Herz bekommst. Du musst komplett neu geboren werden. Und da ist Nikodemus nichts mehr eingefallen zu. Da sagt er, wie soll das gehen? Jesus macht was ganz Neues. Und nur am Rande, er spricht von der Wiedergeburt
Und er spricht von Golgatha, denn er sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, ja, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das sind die beiden Themen. Golgatha und die Wiedergeburt, das sind die beiden Themen, über die Jesus mit Nikodemus spricht. Und die beiden Dinge braucht ihr, wenn ihr in den Himmel kommen wollt. Ja? Denn ohne Golgatha keine Sündenvergebung. Aber ohne persönlichen Glauben auch kein Heil. Ja? Das heißt, Jesus redet über heilsnotwendige Dinge mit dem Nikodemus. Nicht über irgendwelche Nebensachen. Heilsnotwendige Sachen. Ohne die beiden, wenn nur eins davon wäre, würde es nicht reichen. Wenn Jesus für uns gestorben wäre, wir würden nicht glauben, gehen wir am Ziel vorbei. Oder? Ja. Wenn wir glauben würden, woran sollten wir glauben, wenn keine Sündenvergebung auf Golgatha geschehen wäre? Merkt ihr, das sind heilsnotwendige Dinge. Das ist absolut zentral fürs Heil. Das sind keine Nebensachen. Jetzt aber die Frage, wo steht denn von der Wiedergeburt im Alten Testament, wenn nicht in Hesekiel? Ja, ich bin bei euch. Mittelbar steht auch in Hesekiel von der Wiedergeburt, natürlich vom Glauben, vom neuen Herzen, vom Geist Gottes. Aber versteht ihr, Jesus fragt mehr, der fragt tiefer. Das ist mehr, was, und das war ein Riesenanspruch an den Nikodemus. Und dann haben wir gesagt, in Jelka immer wieder mal, immer wenn Jerusalem belagert wurde, und das ist dreimal geschehen, bei den Babyloniern, bei den Assyrern und nochmal bei einer dritten Sache. Immer wenn die Tochter Zion in einen Krieg gekommen ist, haben die Propheten davon gesprochen, dass die Tochter Zion in Wehen kommt, in Geburtswehen. Ja, immer. Und immer wenn ihr im Alten Testament von Wehen lest, steht das immer exklusiv in Verbindung mit wem? Der Tochter Zion. Denn die Juden, die damals bei dem König Hiskia oder bei dem Jeremia in Jerusalem eingeschlossen waren, die hatten Angst um ihr Leben. Und diese Angst um ihr Leben, da haben die geschrien zu Gott, das ist ein Bild dafür, dass Zion in Geburtswehen kommt. Jeremia sagt, können Männer Kinder gebären? Nein, Jeremia 30,6. Aber wie sehe ich denn alle Männer mit Händen auf ihren Hüften, wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Das ist ein großer Tag der Angst in Jakob, doch soll ihm daraus geholfen werden. Ja? Was hat denn der da für eine Vision? Er sieht alle Männer, als ob sie Frauen wären und Kinder gebären. Dieses prophetisch-alttestamentliche Bild, und jetzt denken wir nicht, ja, sondern wir denken geistlich, dieses prophetisch-alttestamentliche Bild wird immer für die Tochter Zion angewendet. Wenn Jerusalem belagert wird, kommt die Tochter Zion in Wehen. Und eines Tages in der letzten Zeit wird Jerusalem nochmal belagert werden. Steht das in der Bibel? Ja, in Sacharja. Dass Israel in einen Krieg kommt. Und dann wird Jerusalem belagert werden. Dann kommt die Tochter Zion in Wehen. Und dann gebiert sie nochmal. Dann erlebt die Tochter Zion nochmal Geburt. Keine biologische, geistliche Geburt. Dann geschieht das, was ihr alle schon kennt, nämlich das Pfingsten vor 2000 Jahren. Das geschieht in der Endzeit noch einmal. Dann ist die Gemeinde Jesu angefangen in Jerusalem, zu den Heidenvölkern gegangen, über 2000 Jahre. Und am Ende der Zeit geht das Evangelium wieder nach Hause. Es geht heim, dort, wo es hergekommen ist und findet seinen Abschluss in Jerusalem. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, Sacharja sieht ein Nachtgesicht, einen Leuchter und zwei Ölbäume. Ölbaum, Leuchter, Ölbaum. Ja? Und dann sagt der Sacharja, was ist das, was ich da sehe? Dann sagt der Engel, das wird nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch äußere Einwirkung, sondern durch meinen Geist geschehen. Was sieht er denn da? Was geschieht durch Gottes Geist? Die Gemeinde Jesu kommt zusammen. Woraus besteht denn die Gemeinde Jesu? Aus Juden oder aus Heiden? Wie war es denn heilsgeschichtlich? Der Anfang war in Jerusalem, Ölbaum. Dann ging es zu den Heidenvölkern, Leuchter. Die ganze Welt wurde beleuchtet durch dieses Evangelium, 2000 Jahre. Und am Ende kommt wieder Israel, Jerusalem, Ölbaum. Das ist die Gemeinde Jesu, die Sacharja sieht. Und als Sacharja den Engel fragt und sagt, was sehe ich da? Da sagt der Engel, ja, weißt du nicht, was du da siehst. Das ist ganz erstaunt, der Engel. Ich sage, Sacharja, du bist doch ein Prophet. Nikodemus, du bist doch ein Lehrer Israels. Warum weißt du das nicht? Das ist die Gemeinde Gottes. Das ist die Gemeinde Gottes, die aus Ölbaum, Leuchter und Ölbaum besteht. Das geschieht durch meinen Geist. Das steht schon in Sacharja. Vor 2500 Jahren. Das ist sehr alt. Und das ist in Erfüllung gegangen. Bis auf den zweiten Ölbaum. Der fehlt noch. Das ist ein schönes Bild, oder?
Das würde ja bedeuten, die Gemeinde Jesu hat angefangen in Jerusalem, natürlich zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Dann ist das Evangelium von dort nach Samaria und zu den Juden. Paulus hat es nach Europa gebracht, von dort in alle Welt gegangen. Wir haben eben gehört davon, bis nach Jakutien, ja. Und am Ende der Zeit kriegt es Heimweh und geht wieder nach Hause. Und dann findet die Gemeinde Jesu dort ihren Abschluss. Der Sacharja ist aber klug. Der Sacharja fragt nämlich nochmal nach. Der Sacharja sagt, was sind das denn für zwei Zweige an dem Ölbaum, über den das Öl in den Leuchter rinnt? Erinnert ihr euch daran? Der ist klug, der Sacharja. Der gibt sich nicht zufrieden. Der sagt, hier kriege ich Antwort, hier hake ich nach. Da frage ich nochmal nach. Und was sagt der Engel zu ihm? Das sind die zwei Leuchter, die zwei Zeugen. Die stehen vor dem Herrn der Erde. Und das ist ein Schlüsselpunkt aus Sacharja in Offenbarung 11. Denn dort steht von zwei Zeugen. Und was soll in Offenbarung 11 passieren? Johannes soll den Tempel Gottes messen und den Altar und die darin anbeten. Jetzt haben wir einen weiten Schlag gemacht, oder? Aber ihr kennt euch gut aus in der Bibel, deswegen mute ich euch dazu. Die dritte Stelle im Neuen Testament, die noch spricht von diesem Tempel Gottes, ist nämlich Offenbarung 11. Erstaunlicherweise Offenbarung 11. Ein ganz geheimnisvolles Kapitel. Und dort steht, wir können das auch aufschlagen, lesen wir mal kurz, dort steht auch von dem Tempel Gottes, der gemessen werden soll. Offenbarung 11, Vers 1. Und es ward mir ein Rohr gegeben, einem Stecken gleich, und er sprach, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Aber den Vorhof außerhalb des Tempels wirf hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate. Hier steht, dass Johannes den Tempel Gottes messen soll und den Altar und die darin anbeten. Anbetung nach Pfingsten geht nur noch im Geist und in der Wahrheit, oder? Seid ihr einig mit mir? Nachdem Gott seinen Geist in seine Gemeinde gegeben hat, geht Anbetung Gottes nur noch im Geist und in der Wahrheit. Die Gott anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Wer den Geist Gottes hat, der sieht den Sohn. Weil den Sohn hat er doch den Vater. Anbeten, Gott anbeten, Entschuldigung, können die Juden nicht. Warum nicht? Weil sie den Sohn nicht haben. Und wenn sie den Sohn nicht haben, haben sie den Vater nicht. Sie haben kein Licht. Und deswegen wollen sie einen Tempel bauen, einen herodianischen Tempel, der vor 2000 Jahren zerstört worden ist, aber der in der Bibel nicht erwähnt wird. Sie sind zu spät. Entschuldigung, sie sind zu spät. Weil sie kein Licht haben. Anbetung Gottes geht nach Pfingsten. Nur noch im Geist und in der Wahrheit. Ja? Seid ihr bei mir? Wenn hier aber steht, dass Johannes den Tempel Gottes messen soll und die, die darin anbeten, dann müssen die, die hier erwähnt sind, wiedergeboren sein. Oder? Sonst können sie nicht anbeten. Hier steht ja nicht, misst den Tempel Gottes und die, die so tun, als würden sie anbeten. Sondern hier steht, misst den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Aber den Vorhof misst nicht. Wirf ihn hinaus, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate. So steht hier in der Bibel. Was ist das für ein Tempel? Was ist das für ein Tempel Gottes, der kommt? Von dem der Paulus schreibt. Das muss ja ein Tempel Gottes sein. Das heißt, das muss ein Tempel sein, in dem man Jesus anbetet. Indem man keinen alttestamentlichen Priester eingesetzt hat, in keine alttestamentlichen Opfer gebracht werden, sondern es muss ein Tempel Gottes sein. Das heißt, dieser Tempel Gottes muss vom Gottes Geist beseelt sein. Sonst wäre er kein Tempel Gottes. Paulus hat niemals von einem jüdischen Tempel in Jerusalem geweissagt für die Endzeit. Warum? Weil Paulus sich vom Judentum vollkommen entfernt hat. Für Paulus gab es nur noch Jesus. Für Paulus gab es nur noch ein Bürgerrecht im Himmel, von dannen wir warten, unser Herr Jesus Christus. Für Paulus waren die irdisch gesinnten Juden und die irdisch gesinnten Christen verlorene Leute. Paulus hat
den Hohenpriester Jesus gepredigt. Paulus hat den Tempel gepredigt als die Gemeinde Jesu. Paulus hat Jesus als Verkündigung gehabt und keinen jüdischen Tempel und auch nicht für die Endzeit. Schnitt. Jetzt denke aber nicht wie die Pharisäer früher oder wie der Nikodemus. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück und schauen uns das Land Israel an. Und sagen, das Land Israel ist aufgebaut wie der Tempel. Warum? Ephraim ist der Vorhof. Juda ist das Heiligtum. Jerusalem ist das Allerheiligste. Und der Tempel, der Berg Zion ist der Altar. Könnt ihr es verstehen? Das ganze heilige Land ist ein Tempel. Wenn Jerusalem in der letzten Zeit in einen Krieg verwickelt wird und zum Glauben an Jesus kommt, dann wäre ja in Jerusalem die Priesterschaft wieder da. Eine neutestamentliche Priesterschaft. Ja. Wenn der Antichrist nach Jerusalem einbricht, die Stadt erobert und die dort gläubig sind, tötet, dann tötet er ja die Priesterschaft. Ja, das kommt. Das wird kommen. Wenn Israel in den Krieg kommt, da können wir jetzt im Detail nicht drauf eingehen, wenn Israel in den Krieg verwickelt wird, dann werden die Truppen, die werden über dieses Land hinweggehen und die gehen bis nach Jerusalem, bis an die Tochter Zion ran, bis vor die Stadttore Jerusalems. Dann werden alle Muslime aus Jerusalem weglaufen. Niemand von den Muslimen wird sich in Jerusalem belagern lassen. Die reichen Juden fliegen alle zurück nach Brooklyn oder wo auch immer hin mit ihren Learjets, ja? Da wird niemand in Jerusalem bleiben. In Jerusalem bleibt ein armseliges, jämmerliches Häuflein übrig von Juden, die sonst nicht wissen, wohin. Die nicht wissen, wohin. Und dann wird Jerusalem belagert, dann kommt die Tochter Zion in Wehen und die schreien zu ihrem Gott. Und dann schenkt Gott denen Wiedergeburt. Und dann kommt die Stadt Jerusalem mit den paar, die dort noch drin sind, zum Glauben an Jesus. Und da ist der zweite Ölbaum da. Und dann ist die Priesterschaft im Tempel da. Und die Christen werden das nicht verstehen, weil sie ihre Bibel nicht kennen. Könnt ihr das verstehen? Die Stadt Jerusalem hat, die Tochter Zion hat schon einmal Geburt erlebt. Wann denn? Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Ja, war die Stadt da belagert? Nein. Ja, aber dann hat die Tochter Zion ja damals gar keine Wehen gehabt. Nein. Ja, und die hat trotzdem geboren? Ja. Geht sowas? Nein. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Kann ein Volk oder ein Land auf einmal geboren werden? Nun hat aber doch Zion geboren, ohne Wehen gehabt zu haben. Sie ist genesen eines Knaben, ehe denn ihr Kindslot kam. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ihr habt es gehört und gesehen. Wo denn? In der Bibel. Die Tochter Zion hat geboren vor 2000 Jahren zu Pfingsten, ohne Wehen gehabt zu haben, ohne belagert gewesen zu sein. Jesaja 66. Die Bibel spricht davon. Wir wissen, wir sehen das und sehen es nicht. Versteht ihr? Entschuldigung, wir sind manchmal wie der Nikodemus. Wir müssen uns an Gottes Wort halten. Wir sehen es und sehen es nicht. Israel ist wieder da. Ja, der Tempel entsteht vor unseren Augen. Seit 70 Jahren ist er da. Da kommen wir gleich noch mal kurz drauf zu sprechen. Weil der Tempel, dem fehlt noch ein bisschen was. Diese Geburt, diese Wiedergeburt, die Jesus meint, die war allein Jerusalem vorbehalten. Der Königstadt Gottes. So ist im Alten Testament verheißen. Zion sollte in Wehen kommen und Zion sollte auch Geburt erleben, Wiedergeburt. Aber als Zion seinen König verwirft, seinen Messias kreuzigt, da schenkt Gott dieses Evangelium an alle Welt. Und deswegen sind wir heute Morgen hier. Gott vergeudet seine Gnade an uns unbeschnittene Leute und schenkt uns seinen Geist und macht uns zum Tempel im Geist. Das ist die große Hoffnung, die wir haben in dieser irrsinnigen Zeit. Und es wird noch irrsinniger. Also ich will euch keine Angst machen, es wird noch irrsinniger. Es fängt erst an. Es wird so irrsinnig, dass das Wort Gottes der letzte Anker ist, wo wir Wahrheit finden können. So wird das sein. Und weil die Christenheit sich nicht mehr an dieses Wort bindet, wird sie wegwehen. Die wird zerstritten sein. Die wird sich selber auflösen. Dieses Wort bleibt. Jesus hat es gesagt, wir haben es ja gerade eben gelesen. Sein Wort bleibt bis in Ewigkeit. Kein i-Tüpfelchen davon wird vergehen.
Spricht Jesus auch von Wehen? Ja. Ihr werdet hören von Kriegen, Kriegsgeschrei, Erdbeben, teure Zeit. Das alles ist der Anfang der Wehen. Warum? Weil Krieg kommen wird in Israel. Wann, weiß niemand. Haben wir auch eben gelesen. Aber wir wissen, worauf wir achten sollen. Es wird Krieg kommen und dann wird Jerusalem komplett politisch isoliert sein, auch militärisch isoliert sein. Die Tochter Zion ist allein wie eine Hütte im Weinberg, Jesaja. Und dann stehen die Truppen vor der Stadt Jerusalem. Die Stadt Jerusalem kommt in Wehen und gebiert Wiedergeburt. Der zweite Ölbaum ist da. Die Gemeinde Jesu hat ihren Abschluss gefunden. Wo? Dort, wo sie angefangen hat. Ja? Schreibt Paulus von Wehen? Ja. Paulus sagt mal, der auferstandene Christus, der ist gesehen worden von 500 Brüdern auf einmal. Erst von Jakobus und von Petrus und von Johannes und dann von den Zwölfen und dann von 500 Brüdern auf einmal. Und am letzten von allen ist er auch von mir gesehen worden als einer unzeitigen Geburt. Da habe ich gedacht, ja Paulus, wieso schreibst du denn Geburt zur falschen Zeit? Was meint denn er? Er meint seine Wiedergeburt. Ja? Er schreibt von Geburt, von seiner Wiedergeburt. Warum war die denn zur falschen Zeit? Das war doch die Zeit, in der alle Menschen zum Glauben an Jesus kommen sollen. Alle sollten doch da zur Wiedergeburt kommen. Warum sagst du, du bist zur falschen Zeit geboren worden? Weil Paulus wusste, dass die Verheißung der Wiedergeburt für Zion galt. Da war er aber noch ein Jude, der geholfen hat, den Stephanus zu steinigen. Und der zweite Zeitpunkt der Geburt Zions, der wird in der Endzeit sein, aber da wird er schon beim Herrn sein. Und er ist mittendrin zum Glauben gekommen, zur falschen Zeit, zur Unzeit. Die Bibel ist voll davon. Jesus sitzt im Obersaal mit den Jüngern. Und er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Eine Frau, wenn die gebiert, hat sie Angst. Aber wenn sie geboren hat, dann freut sie sich. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, das ist aber ein seltsames Gespräch von 13 jungen Männern. Kurz bevor Jesus gekreuzigt wird. Wieso reden die denn über eine Geburt? Weil Jesus wusste, dass die Jünger jetzt noch Angst haben. Aber eines Tages und nicht mehr ferner Zukunft würde in Jerusalem Wiedergeburt geschehen. Wann? Zu Pfingsten. Und dann würden sie sich freuen. Das meint Jesus. Wenn Jesus redet, müssen wir ganz, ganz gut zuhören. Ja? Und langsam verstehen wir, dass dieser dritte Tempel, den die Juden bauen wollen, eine Chimäre ist. Eine Wunschvorstellung von den Juden, dass sie gerne ihren Tempel wieder hätten. Aber sie bauen den Tempel des Herodes. Herodes war Edomiter, Idumäer. Und das wollen sie wieder aufbauen. Ja? Wenn sie aber ihren Heiland erkennen würden, würden sie keinen Tempel mehr bauen. Da würden sie sagen, Jesus Christus ist der hohe Priester und wir dürfen durch seine Gnade auch Priester sein. Er ist Priester, König und wir sind Angekommene, wenn wir Jesus haben. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Und ich staune darüber, dass die evangelikale Welt und die evangelikalen Führer das nicht verstehen und nicht predigen, sondern diesem jüdischen Wunschtraum hinterhergehen und sagen, dass das in der Bibel stünde. Ich kann das nicht verstehen. Wenn es so ist, dass dieser Staat Israel aufgebaut ist wie der Tempel, nämlich Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes und Altar, der Berg Zion, dann könnten wir ja sagen, wir sehen schon vor Augen, dass der Tempel am Entstehen ist. Ja? Wir kommen gleich zum Schluss. Wenn Sacharja schreibt, dass sie den sehen werden, in den sie gestochen haben, habe ich immer gehört, dann wird das ausgelegt, dass Israel eines Tages Jesus erkennt. Ja? So kenne ich die Auslegung. Israel wird Jesus erkennen. Das steht da aber nicht. Da steht, das Haus David und die Bürger zu Jerusalem werden den sehen, in den sie gestochen haben. Das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, nicht ganz Israel, nein. Nur Jerusalem? Ja. Warum? Weil die Gemeinde in Jerusalem begann und in Jerusalem abgeschlossen wird. Irgendwann wird dieser Abschluss in Jerusalem wieder sein. Nicht in ganz Israel. Als Jesus damals kam, Gottes Geist ausgoss zu Pfingsten,
ist das Evangelium nach Samaria gegangen. Da haben die Menschen geglaubt. Und bis rauf nach Antiochien hießen sie Christen. Und dann ist das Evangelium nach Europa gegangen. Aber Jerusalem waren die Juden, die die Gemeinde Jesu irgendwann verfolgt haben. Die sind in ihrem Alten Testament geblieben. Ja? Am Ende der Zeit aber gibt Gott dieser Stadt, und zwar exklusiv der Stadt Jerusalem, Gnade. Und sie wird zum zweiten Mal zur Geburt, zur Wiedergeburt kommen und wird gebären. Die Gedanken sind vielleicht jetzt auch neu und ungewohnt, aber man wird immer mehr vertraut, je mehr man hört davon und versteht, dass diese Stadt Jerusalem noch eine Geburt vor sich hat. Die Tochter Zion gebiert im hohen Alter von 2000 Jahren nochmal ein Kind der Verheißung, wie Sarah. Oder? Ja, Sarah hatte auch die Verheißung, im hohen Alter noch ein Kind zu gebären. Das hat niemand geglaubt. Aber es ist passiert. Und das ist ein Bild auf die Tochter Zion. Und deswegen sagte ich am Anfang, damit die Endzeitreden Jesu in Erfüllung gehen können, die Prophetie überhaupt, braucht man Jerusalem, Israel. Ohne geht's nicht. Und wir sehen, dass dieser Staat da ist. Wir sehen das seit 70 Jahren. Jetzt glaube ich auch noch, und ich schicke das nur so, haben wir nicht mehr die Zeit, für, um das im Detail anzuschauen. Ich glaube, dass der moderne Staat Israel, das ist also sehr eine erschreckende Aussage, die ich da treffe, ich glaube, dass der moderne Staat Israel auseinanderbrechen wird. Und zwar in einen Nord- und einen südlichen Teil. Das glaubt auch niemand. Warum? Weil alle Propheten, die ihr lest, Zacharja, Joel, Jesaja, Micha, gehen davon aus, wenn sie endzeitliche Aussagen machen, dass Juda und Jerusalem separiert und getrennt ist von Ephraim. Ja? Deswegen schreibt auch Zacharja, das Haus David und die Bürger Jerusalem sehen den, in den sie gestochen haben. Das sagen mir viele, ja, das ist ein Oberbegriff für ganz Israel. Nein, sage ich. In Zacharja könnt ihr sehen, dass Zacharja sehr, sehr gut zu unterscheiden weiß zwischen Juda, Jerusalem, Ephraim, Israel, Jakob. Der schreibt exakt, was er tut. Die Bibel ist exakt. Das ist nicht einfach so hingeschrieben. Das ist hochexakt. Das heißt, allein Jerusalem wird Jesus erkennen. Und die Propheten sagen alle für die Endzeit voraus, dass dieses Israel auseinanderbrechen wird. Warum denn? Weil es immer schon so war. Außer unter David, Saul, David, Salomo. Da war es anders. Ja? Danach war Israel immer getrennt. BRD und DDR. Wir kennen Israel immer so. Das Nordreich und das Südreich. Und so wird es wieder kommen. Es wird so kommen, wie es schon mal war. Und wenn wir wissen, wie es war, wissen wir, wie es kommt. Und dann wissen wir, worauf wir achten sollen. Ja? Wenn Israel auseinanderbricht, haben wir jetzt nicht ganz genau die Zeit für, könnt ihr vielleicht im Internet, wer Lust hat, in YouTube gibt es so Clips darüber, könnt ihr euch gerne angucken. Wenn Israel auseinanderbricht in einen Nord- und einen südlichen Teil, dann entsteht der Vorhof. Ja? Denn Ephraim ist der Vorhof, Juda das Heiligtum, Jerusalem das Allerheiligste und der Berg Zion ist der Altar. Und wenn Ephraim und Juda auseinanderbrechen, und der Staat Israel ist im Moment, ich mache das nicht gerne an politischen Dingen fest, weil es geht um die Schrift, aber Israel hat mit Mühe und Not noch einen Präsident zusammengekriegt, ja, mit dem Netanyahu und der Benny Gantz. Ja, das war ja ein Rangeln, ich glaube 3 oder 4 Mal haben sie gewählt, ja, und die sind heftig gegeneinander. Jetzt verklagen sie den Netanyahu. Gestern wurde eine neue Organisation vom Tempelinstitut gegründet, die 70 Nations nennen die da. Die wollen im Prinzip die UNO nach Jerusalem verlegen. Ihre erste Amtshandlung war, den Netanyahu zu verklagen, den Trump zu verklagen, den obersten Gerichtshof in Jerusalem zu verklagen, weil diese Annexionsbemühungen dort mit der Westbank, die sind halt nicht so, wie sie sich vorstellen. Die wollen die ganze Westbank und nicht nur Teile davon. Bewegt sich viel da unten in Israel. Aber wenn der Staat auseinanderbricht, dann entsteht der Tempel. Denn den Vorhof misst nicht, wirf ihn hinaus, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate. Warum? Weil Jerusalem, wenn Jerusalem wiedergeboren ist, in der Endzeit, dann wird das Haus David und die Bürger Jerusalems den gesehen haben, in den sie gestochen haben. Jesus. Das Haus David und die Bürger Jerusalems. Zwei Zeugen. Und wir haben nicht die Zeit dafür. Dann wäre der Tempel fertig mit Vorhof und Heiligtum und Priesterschaft. Aber nicht der biologisch oder baukonstruktiv, sondern das ganze Land Israel. Und dann wird aus Jerusalem raus das Evangelium Jesu Christi gepredigt. Das ist ärgerlich für die Juden.
Ich kenne Juden, ich habe Geschäftsfreunde, die sind Juden. Frankfurt. Ich habe immer wieder Kontakt zu denen. Hochvermögende Leute fliegen um die Welt, wohnen in Luxemburg. Einer fliegt jedes Wochenende nach Jerusalem. Jedes Wochenende nach Jerusalem. Dann wohnt er in Frankfurt irgendwo im Sheraton Hotel oder in München. Oder dann ist er wieder in Tel Aviv und dann ist er hier und dort und da. Kosmopoliten können wir uns nicht vorstellen. Da sind wir kleinkariert gegen. Wenn Jerusalem zum Glauben an Jesus kommt, dann wird das ärgerlich sein für die. Aber aus Jerusalem heraus leuchtet nochmal das Licht des Evangeliums. Und dann wird die Gemeinde abgeschlossen. Dann findet das alles zum Ende. Worauf sollen wir achten? Naja, erstmal, dass Israel wieder im Land ist. Das sehen wir schon. Gut, Trump hat Jerusalem zur Hauptstadt gemacht. Ich glaube, das spielt für Gott keine Rolle, was der Trump denkt. Ja? Auch was der Putin denkt, spielt für Gott keine Rolle. Er lenkt ihnen das Herz. Ja? Irgendwann, und das ist das, was ich erwarte für die nächste Zeit, ich weiß nicht, als nächstes Ereignis, wann das kommt, weiß ja niemand. Ich wüsste auch keinen Tag, keinen Monat, kein Jahr, ich kann es auch nicht sagen. Jesus sagt selber, niemand weiß Tag noch Stunde, aber er sagt, achtet, seid wachsam, wacht, worauf sollen wir achten? Ich glaube, dass der Staat Israel, das wird das nächste Ereignis sein, wo Gottes Heilsgeschichte anfängt zu laufen, dass der Staat Israel auseinanderbricht. Das klingt heute unglaublich. Ich glaube das auch nicht wegen der gegenwärtigen politischen Situation in Israel, sondern ich glaube das wegen Sacharja und wegen Jesaja und wegen Mischa. Deswegen glaube ich das. Wenn Israel auseinanderbricht, entsteht der Vorhof. Dann ist der Tempel fertig, dann fehlt nur noch eins, die Priesterschaft. Und die kommt dann auch noch. Und dann wäre der Tempel im Geist und in Wahrheit fertig. Dann wäre das ein Tempel Gottes, oder? Ja, warum? Weil wiedergeborene Menschen in Jerusalem sind. Und der Antichrist, der bricht in die Stadt hinein, nach 3,5 Jahren, in der Mitte der Jahrwoche, in diesen Tempel Gottes bricht der Antichrist hinein und tötet die Priesterschaft. Wie der Doeg im Alten Testament. Der hat sich nicht geschämt, 70 Priester zu töten. Ja, erinnert ihr euch daran? Die Soldaten von dem Saul haben sich nicht getraut, ihre Hand an die Priester zu legen. Aber der Doeg, der hat es gemacht. Der Edomiter, der hat es gemacht. Der hat die alle gemeuchelt. Das ist ein Bild für das, was kommt. In diesem Tempel Gottes, da setzt sich der Antichrist hinein. Der tötet die dort Gläubigen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das noch mehr erlauben soll, euch dazu sagen. Dann höre ich aber auch auf. Weil das politisch sehr, wie sagt man dazu, kritisch ist. Wenn aus Jerusalem raus das Evangelium Jesu Christi gepredigt wird, dann wird die ganze Welt das anschauen. Dann wird die sagen, ja, in diesen Kriegswirren gab es eine religiöse Rückbesinnung in Jerusalem und die ehemals orthodoxen Juden glauben jetzt an ihren Messias Jesus. Das wird an einem Tag passieren. Ein Tag, den man im Kalender anstreichen kann. So wird es in der... Und die Christen wissen nichts damit anzufangen. Und es wird ärgerlich sein für die Juden, dass aus Jerusalem, wo sie doch einen Tempel gerne bauen wollten oder vielleicht gebaut haben, ich weiß es nicht, ja, dass von diesem Jesus gepredigt wird, von dem im Talmud Dinge stehen, die ich heute hier nicht sagen möchte. Es ärgert sie ohne Ende. Wenn aber der Antichrist eines Tages da reingeht, denn wenn die ihren Dienst vollendet haben, dann wird das Tier kommen und wird nach Jerusalem reinbrechen und wird die alle töten. Dann sind die Juden dem sehr dankbar und dann werden die sagen, du bist unser Ben David. Du bist unser Messias, du hast uns Jerusalem zurückgegeben, damit wir unseren Tempel bauen können. Versteht ihr das? Und dann werden die den Antichrist als ihren Messias anerkennen, weil der Messias aber Christus ist und Christus Gott ist, wird der Messias im Tempel Gottes sein und wird sich dort als Gott einsetzen und wird als Gott, als Messias Gott verehrt werden. Das ist das, was ich erwarte. Und ich glaube, das kann man aus der Bibel ableiten. Jetzt habe ich euch sehr beansprucht. Wir haben sicher auch gleich noch Zeit, uns ein bisschen drüber zu unterhalten. Aber in Israel, das strebt immer mehr auf einen Bruch zu. Dieses Volk ist innerlich, politisch, sozial, theologisch komplett auseinandergebrochen in zwei Teile. Das wäre vor 10, 20 Jahren nicht denkbar gewesen. Der Norden ist genauso dekadent wie Europa auch. Tel Aviv ist die größte homosexuellen Parade der Welt nach Los Angeles. Im Süden orthodoxe Juden, die leben im Mittelalter. Das ist eine irre Spannung, die in dem Land ist. Also es wäre nicht unwahrscheinlich, dass das Land auseinanderbricht und sich der Norden plötzlich selbstständig macht. Aber wie gesagt, ich glaube das nicht wegen
der politischen Situation, sondern da kann sich noch viel tun, sondern wegen der Bibel. Der dritte Tempel, die Juden wollen ihn bauen, aber der dritte Tempel sind wir. Ja? Die Juden denken in Holz und Stein und das sollen wir nicht tun. Wir sollen geistlich denken. Dieser dritte Tempel sind wir. Dieser dritte Tempel begann an einer ganz geografisch definierten Stelle der Welt. Der fing nicht in Paris an oder New York oder Berlin. Der fing nur an einem Punkt, fing dieser dritte Tempel an, im Geist und in Wahrheit, in Jerusalem. Ja? Das ist klar. Warum? Jesus schickt die Jünger vom See Genezareth zurück nach Jerusalem. Der hätte auch sagen können, ihr könnt doch hier warten. Gott schickt seinen, gießt seinen Geist aus, könnt auch am See Genezareth warten auf den Geist Gottes. Das macht Jesus nicht. Jesus sagt, geht zurück nach Jerusalem und wartet dort auf die Verheißung. Welche denn? Dass Gott seinen Geist ausgießt auf diese Stadt. Denn diese Stadt soll gebären, ohne Wehen gehabt zu haben. Deswegen schickt er sie nach, das muss in Jerusalem sein. Und dort wird wieder der Abschluss sein. Und dann ist die Gemeinde vollständig. Deswegen ist es so wichtig, dass Israel wieder im Land ist. Wir haben so ein Glück, dass wir glauben dürfen. Das ist mehr als ein Sechser im Lotto. Wir haben Licht. Und am Ende der Weltgeschichte wird es wieder biblisch werden. Und wenn wir über prophetische Sachen reden, werden wir plötzlich politisch inkorrekt werden. Deswegen scheuen sich viele davor. Die scheuen sich davor. Die wollen lieber Anerkennung haben bei den Menschen, als dass sie die Wahrheit aus der Schrift sagen. Und ich glaube, die Pastoren und Prediger, die das nicht als Beruf sehen, sondern als Berufung, für die muss man wirklich beten, weil die kommen in einen solchen Druck. Denkt an den Latzel, ja? Der ist ja nicht der Einzige. Und einer der wenigen. Ja? Die kommen in einen irrsinnigen Druck. Und es fängt erst an. Es kommt ein neues Regime über uns. Aber das wissen wir, dass dieses Wort in Erfüllung geht und wir sehen schon, wie das anfängt, sich zu bewegen und wir beten. Und in der Zeit verlieren wir weder unseren Glauben noch unsere Hoffnung, auch nicht bei Corona. Denn mehr als Corona noch hat sich das Evangelium ja ausgebreitet, ja, über die ganze Welt. Das war mal wohl ansteckend. Da sind ja ganze Ortschaften angesteckt worden von dem Evangelium Jesu. Ne? Und dass wir das haben dürfen, ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und da halten wir fest und wir lassen nicht mehr davon. Ja? Wenn wir einmal ergriffen sind, dann lassen wir nicht mehr los. Weil wir ergriffen sind. Und wir wissen, wo wir hingehen. Für uns ist alles klar. Wir müssen als Christen vielleicht ein bisschen kühner werden auch. Wir haben ja Jahre erlebt ohne Risiko. Jedes Jahr gab es 3% Gehaltserhöhung. Es war immer alles picobello. Ja, der Irrsinn fand immer im Fernseher statt. Wir sind gar nicht gewohnt, Krisen zu durchstehen. Und wir wissen auch nicht, wie stark wir sein dürfen, auch in Christus stark sein dürfen. Ja? Und dass der Glaube konkret wird. Wir lassen nicht vom Glauben, lassen uns nicht die Hoffnung rauben. Und wie sagt der Luther, wenn die Welt morgen untergeht, dann pflanzen wir heute nur einen Apfelbaum. Was wir tun, ist vom Evangelium weitersagen. Und ein bisschen kess werden. Ja? Und jemand sagt zu mir, was hast du da für eine Maske? Ja, sag ich, das ist eine Maske für große Viren. Ja, ja, sagt er, und hast keine Angst? Nee, sag ich, habe ich nicht. Weil ich ewiges Leben habe, habe ich vorgestern einem Arbeitskollegen gesagt. Weißt du, Frank, ich habe ewiges Leben. Und deswegen darf ich auch ein bisschen mutig sein. Und das darfst du auch. Aber du musst zu Jesus Christus kommen. Ja, aber die Kirche, die Kirche spielt keine Rolle. Du musst an der Kirche vorbei. Auch in der Gemeinde musst du vorbei. Auch an den Brüdern musst du vorbei. Und an den Schwestern, du musst an allem vorbei, bis du zu Jesus kommst. Da ist Leben. Darum geht's. Nicht um die Hüllen. Nicht um den Tempel. Es geht um Jesus Christus. Und das für alle da. Ich schließe ab. Ich wünsche euch ganz viel Segen und viel Gelassenheit und Glaubensmut und manchmal ein bisschen Glaubenstrotz. Den dürfen wir auch haben. Ja? Wir stehen auf der Seite des Siegers. Für uns ist alles geklärt. Gott segne euch dazu. Wir beten noch. Ja? Jesus, wir danken dir sehr für dein Wort. Wir danken dir sehr, dass wir wissen dürfen von dir. Wir beten dich an über die Wahrheit, die wir finden. Über die Gnade, die wir finden in dir, über die Liebe, dass du uns nachgehst, dass du uns Hoffnung gibst, dass du uns ein Ziel gibst, dass du uns Licht gibst. Danke dafür, dass wir neue Menschen werden dürfen in dir und dass wir zum Heil finden durften und auch von deinem Heil weitergeben dürfen. Schenk Gnade, Herr, dass wir daran auch satt werden, kräftig werden, uns füllen mit deinem Wort und auch zuversichtlich da sind, wo du uns hingestellt hast und uns immer wieder neu erinnern an dein gutes Evangelium, an die frohe Botschaft, die wahr wird und wo wir immer mehr sehen, dass sie sich verschränkt mit der Weltgeschichte, mit der Politik, dass viele Dinge aufbrechen, deutlich werden, dass wir immer mehr sehen, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass du die Wahrheit bist. Vielen Dank dafür, dass du uns dieses neue Leben schenkst und dass wir Angekommene sein dürfen, dass alles gut geworden ist.
in dir. Segne unsere Familien, segne die Kinder, segne unsere Ehepartner, segne das Umfeld, wo wir in Firmen sind, wo wir arbeiten, zu Hause. Sei du einfach bei uns, nimm die Dinge in deine gute Hand und lass uns immer einen geöffneten Himmel haben und dich sehen, deine Gnade rühmen. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen.